Sie laufen über Gleisanlagen, klettern über Zäune und Absperrungen, steigen in U-Bahn-Schächte und riskieren manchmal sogar ihr Leben. Berlin gilt als Graffiti-Hauptstadt Europas. Die Polizei schätzt den harten Kern der Graffiti-Sprayer auf einige hundert Mann. Tag und Nacht werden in Berlin Züge, Bahnhöfe und Häuserwände besprüht. Der materielle Schaden geht in die Millionen. Bilder einer DVD, in der sich die Hardcore-Graffiti-Szene selbst feiert. Während diese Sprayer gewaltsam den Kick suchen und die Aktion als künstlerischen Ausdruck ihres Lebensgefühls verkaufen, spricht die Polizei von Sachbeschädigung, Schmierereien und notwendiger strafrechtlicher Verfolgung. Die Fronten sind klar. Auf der einen Seite die Öffentlichkeit und die Polizei, auf der anderen Seite die Sprayer. Beide Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Marco Moritz ist der Leiter einer 36-köpfigen Sondereinheit der Polizei, die eigens für die Graffiti-Bekämpfung in Berlin gegründet wurde. Er ist der Einzige, dessen Gesicht wir zeigen dürfen. Alle anderen Ermittler sind tabu, schließlich ermitteln die Beamten verdeckt. Die Polizei nichts dagegen tut. Kann man da davon sprechen, dass das in Berlin eine abgebrühte Szene ist? Ja, also die Szene unterscheidet sich, wenn ich das mal auf die gesamte Bundesrepublik reflektieren möchte, deutlich. Gerade in Bezug auf eine Abgeklärtheit zum einen, zum anderen auch in Bezug auf die Gewalttätigkeit, die hier leider viel verstärkter vorhanden ist als in anderen Bundesländern. Zivilfahnder der Polizei machen sich fertig für den Nachteinsatz. Wegen der zunehmenden Aggressivität der Szene sind sie mit Pistole, schusssicherer Weste und Sprechfunk ausgerüstet. Nach außen hin geben sie sich zivil. Sie kleiden sich wie Sprayer, übernehmen deren Sprachjargon und kennen sich in der Szene bestens aus. Tag und Nacht sind die operativen Ermittler unterwegs, um die Sprayer auf frischer Tat zu schnappen. Ein Fahnder macht sich auf den Weg zu einer öffentlichen Party. Ein Routinecheck. Er will nachschauen, ob potenzielle Sprayer unter den Besuchern sind. Einfach mal sehen, wo sind sie, wo treiben sie sich gerade rum. Meistens kannst du von der Stimmung her schon erkennen, boah, haben sie heute mal zu was Lust, sind sie mal lustig drauf, wollen irgendwas unternehmen. Ja, da unten links drinnen, da ist halt dieser Raum, wo sie dann dementsprechend feiern. Das ist viel linkes Spektrum, viel Punks halt. Aber da fallen auch viele Jugendliche ja nicht so auf. Also das ist manchmal schwer, aus so einer Gruppe heraus so dennoch wirklich zu erkennen. Ist wirklich teilweise sehr schwer. Keine Sprayer. Es ist nicht die typische Graffiti-Szene. Für den Fahnder hat sich die Sache damit erledigt. Immer wieder kommt es zu spektakulären Sprayer-Aktionen. Die Mitglieder der Szene gelten als bestens organisiert und sie wissen, dass die Fahnder ihnen dicht auf den Fersen sind. Na, wenn dann also Züge auf offener Strecke angehalten, mit der Notbremse, ja, Notbremse gezogen, rausgesprungen, wird der Zug gemacht und dann verschwindet man wieder. Sind denn meistens so, nur mal so von der Vorstellung her, so 10 bis 15 Leute, die das machen? Dann kannst du dir vorstellen, wie schnell so ein Zug besprüht ist. Also wenn du jetzt nur mal einen Waggon nimmst, ja, da brauchen die ungefähr 2-3 Minuten für. Dann ist der zu. Mit Notbremsen gezogen und dann ging das los. Ja, und das sind dann, wie gesagt, ja, so zwischen 9 bis 15 Leute kannst du dann mal eben bei so einer Aktion rechnen. Ja. Nur mal, dass du mal ungefähr siehst, was so, dass das auch teilweise wirklich organisiert ist. Ne? Weil ich sag mal, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt so eine große Gruppe habe, die loszieht, oder ob ich halt mit meinem Kumpel irgendwo losziehe und einfach mal ein bisschen was mache. Das ist halt ganz anders. Das Ziel eines Sprayers ist es, seinen Schriftzug, sein Bild durch die Stadt fahren zu sehen.
Es geht um Fame, Ruhm und Bekanntheit. Fame, das wissig nicht. Du fängst als ganz kleiner Sprüher an, so, da kennt dich keiner. Ich sag mal, machst du den 500, 600 Tags, fängst an, Bilder zu malen und dann wird es halt immer schlimmer und immer mehr und immer größer. Mit der Zeit verbesserst du dich auch. Und umso mehr du halt machst, umso mehr wirst du ja von anderen Sprühern entdeckt, so, umso mehr kennst du auch, lernst auch kennen. Und das ist halt der Fame, der dann nach und nach kommt, so, dass sich halt alle kennenlernen und dass die zu dir aufsehen. Bitte hier vorne Platz nehmen. Das Vernehmungszimmer der Polizeidirektion 4. Ronny ist bereits zum zweiten Mal vorgeladen. Er wurde bei einer kleinen, eigentlich harmlosen Schmiererei erwischt. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das in Du-Form machen? Oder wollen Sie von mir gesehen werden? Okay, alles klar. Du weißt, warum du hier bist? Ja. Du bist Verdächtiger einer Straftat. Ich möchte jetzt von dir einen chronologischen Ablauf hören, was du an diesem Tag gemacht hast, mit wem du dich vielleicht außer mit diesen beiden noch getroffen hast und was ihr dort gemacht habt. Wer gesprüht hat, wer was gesprüht hat, woher ihr die Sachen gehabt habt, die Utensilien, Sprühutensilien. Also ich bin morgens zum Kumpel fahren, um legal noch einen Auftrag in seiner Wohnung zu machen, auch sprühen. Mhm. Und ja, dann sind wir halt irgendwann gegen Mittag, Nachmittag sind wir dann zu einer Party am Teppich gefahren. Also das ist da hinter diesem Tunnel. An dem besagten Tage traf ich mich. Die gesamte Vernehmung wird genau protokolliert. Circa gegen 11 Uhr. Am Ende wird Ronny jedes Wort unterschreiben müssen. Mit einem Freund. Richtig so? Ja. Okay. Ist das so der normale Umgang mit den Leuten, die dann hier vorgeladen werden? Ja, wir haben ja ein Ziel. Wir wollen ja versuchen zu erziehen. Auch bei so einen Leuten, ob es Jugendliche oder Heranwachsende sind, muss man ja versuchen, den Aspekt mal zu treffen. Also man muss jetzt sagen, okay, diese Jungs, die haben jetzt was gemacht. Und wenn es jetzt Kavaliersdelikte sind, die also das erste Mal irgendwas machen, dann muss man sich schon darauf hinweisen, dass sie vielleicht sich ihre Freunde aussuchen und auch überlegen, wenn sie sich mal bewerben oder so, dass überall ja ein polizeiliches Führungszeugnis vonnöten ist heutzutage. Und daher sollte man ihnen nochmal die Chance geben, dass sie vielleicht überlegen und nachdenken, was sie gemacht haben. In der Öffentlichkeit werden Graffitis und die Namenskürzel, die sogenannten Tags, meist nur als Ausdruck von Verwahrlosung wahrgenommen. Wenn ganze Straßenzüge und Verkehrsmittel besprüht und zerkratzt sind, leidet das subjektive Sicherheitsgefühl der Bewohner. Von Kunst mag hier niemand mehr sprechen. Die Graffiti-Szene selbst spricht von Vorurteilen und einseitiger Betrachtungsweise. Wir treffen Boris, Dennis und Igor. Sie sehen sich als Künstler. Für sie machen Graffiti eine Stadt erst lebendig. Obwohl ihre illegale Sprühzeit längst hinter ihnen liegt, wollen sie uns ihren wahren Namen lieber nicht verraten. Jeder von ihnen hatte wegen Graffiti-Delikten bereits Probleme mit der Polizei. Ich kann erst mal noch mal was zeigen, was mir gut gefällt. Bin ich hier unten? Was gefällt dir daran? Das ist sehr individuell und fällt ins Auge und ich finde, es ist auch schön umgesetzte Kalligrafie. So. Was kannst du daraus entnehmen? Was heißt das? Das heißt Idee. Es ist ein I, so ein kleines D, was dann so hier oben so und dann einfach zwei kleine E so rangekringelt. Also das D ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Das hätte nach meinem Geschmack hier noch ein bisschen mehr so dran sein müssen, dass man es auch wirklich als D identifizieren kann. So könnte es auch ein C sein oder so. Aber davon abgesehen finde ich es wirklich ansprechend. Gibt es hier noch was dir gefällt? Was mir nicht gefällt, ist zum Beispiel das hier. Extrem langweilig und es hat kein richtiges Schriftbild, so, es fällt auseinander irgendwie, es passt nicht so richtig zusammen, die Buchstaben passen nicht so richtig aneinander. Halt. Und was würdest du jetzt sagen, wenn hier überhaupt nichts dran stehen würde, wenn die Häuserwand frei wäre und die Tür nicht beschmiert wäre? Es wäre total langweilig. Also ich würde hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier unten stehen müsste und irgendwie auf jemanden warten würde, der jetzt erst in 20 Minuten runterkommt oder so,
dann würde ich mich hier total langweilen. Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit die vorbeifahrenden Autos zählen oder so. Und so stehe ich hier vor der Tür und ich gucke mir das an, ich gucke mir das an, das an. Ich denke, das sieht gut aus, ich denke, das sieht nicht gut aus. Und man hat einfach, ja, man hat einfach was im Kopf, so. Als wenn man jetzt einfach nur vor einer grauen Tür steht. Und teilweise sind wirklich sehr kreative Gedanken auch dabei. Zum Beispiel hier sieht man so ein kleines Tag, so, was jetzt mal spiegelverkehrt ist. Da versucht man jetzt vielleicht erstmal irgendwelche Buchstaben zu entziffern, die nicht dastehen, weil es einfach gespiegelt ist. Könnt ihr unschuldig durch die Stadt gehen, ohne euch mit Graffiti zu beschäftigen? Absolut gar nicht. Also das ist wirklich wie ein Virus. So. Also man denkt immer irgendwie im Malerischen und man sieht sofort immer überall irgendwie Bilder und Stellen und was könnte man hier wo wie machen und wie könnte man das irgendwie schöner gestalten. So. Also der Gedanke ist einfach immer dabei. Das geht gar nicht ohne. Sprayer und Polizei. Beide Seiten sehen die Stadt mit ihren ganz eigenen Augen. Man guckt ganz anders. Man beobachtet die Stadt auch ganz anders. Die Leute, die sich auf der Straße bewegen, die beobachtet man aus einem ganz anderen Blickwinkel. Aber man selber kriegt das nicht mit. Man liest auch immer, also es fällt mir persönlich auf, man liest alles, was einem irgendwie ins Blickfeld kommt. Also man versucht jeden Buchstaben zu entziffern und dann merkt man, ah, da war ja schon mal der, den kenne ich ja, oder da war der und den würde ich ja auch gerne mal kennen, denn der macht ja total viel und schöne Sachen oder ja. Und das ist eben auch das Interessante an Graffiti, dass man oft nicht weiß, wer dahinter steckt. Selbst ich wäre stolz, wenn ich nur einen geringen Teil davon grafisch niederlegen könnte, wie die können. Weil da ist eine gewisse Kunst steckte dahinter. Und Kunst kommt nur mal vom Können. Ich kann es nicht und ich bewundere die Leute, die können. Aber dass diese Szene sich so orientiert hat, dass diese Kunst nur innerhalb ihrer Szene anerkannt wird, wenn sie illegal gemacht wird, ist einfach ein falscher Ansatz. Denn so erlangen sie keinen Respekt innerhalb der Gesellschaft. So bildet sich nur eine Subkultur, die sich untereinander respektiert, aber das war doch schon. Ende der 80er Jahre gehörte Fabian mit zur ersten Generation der Graffiti-Sprayer in Berlin. Also das Graffiti ging in Berlin vielleicht so um 83 los, das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Ich selber bin in Kontakt gekommen so 84, 85 durch auf jeden Fall ganz klar Einfluss von meinem Bruder, der damals halt aus den USA wiederkam nach längerer Zeit. Und da habe ich eigentlich dann so Graffiti entdeckt. Richtig aktiv hier in Berlin, würde ich sagen, war es erstmal nur im Märkischen Viertel. Und vielleicht hinten Zehlendorf, aber das kann ich keine Gewähr drauf, also das weiß ich nicht. Aber Märkisches Viertel war auf jeden Fall ein ganz klarer Sammelpunkt für die ersten Sprayer in Berlin. Ich habe jetzt mal noch ein paar Sachen, ist aber wirklich nicht viel, weil ich mal kurz so einen Einblick werfen kann. Das sind natürlich Sachen jetzt auch primär aus der Zeit. Ja, also echt über 15 Jahre alt schon, die Dinger. Und es sind natürlich erstmal nur so Skizzen, die man halt so gemacht hat. Zu Hause, ob man das jetzt so 1:1 übertragen hat. Und so, also ich habe auch Sachen bei, die habe ich dann wirklich 1:1 direkt übertragen. Kannst du mir das vorlesen? Was heißt denn das? Okay, das hier ist Dean. Und das hier oben ist John. Das waren wir zwei als Duett sozusagen, die dann unterwegs waren und Graffitis gemacht haben. Mit dem John habe ich einige Zeit lang sogar Graffiti gemacht. Und das ist halt Luxus. Solche Ausarbeiten ist echt Luxus. Sowas hat man selten in der Vorbereitung gemacht. Also wirklich dann eher weniger Aufwand und den richtigen Aufwand eigentlich direkt am Zug oder an der Mauer. Kunst war für mich immer ein ganz wesentlicher Bestandteil, ist es auch heute noch, nach wie vor. Als Anfang der 90er Jahre die Gewalt unter den Sprühern zunahm, stieg Fabian aus. Ausgestiegen, behaupte ich mal, bin ich so 91, 92 raus. Und ganz ehrlich, es kam viel mit Erpressungen, Jugendbanden und solche Geschichten. Und man hatte halt einen Namen, die Jungs sind direkt auf einen zugekommen und du hattest eigentlich nicht mehr so deinen Lebensraum in dem Sinne. Ne?
Und da habe ich mich dann zwangsläufig dann so rausgezogen, zurückgezogen. Da wollte ich dann lieber mehr so für mich wieder sein, meine Kunst halt voranbringen. Das war nicht die Strafverfolgung, die war nie mein Problem. Also die hatte zwar einen Einfluss, aber die war nicht der entscheidende Grund, warum ich aufgehört habe. September 2005. Mitten im laufenden Berufsverkehr steigen 6 Breyer in den U-Bahn-Tunnel des Berliner Bahnhofes Westend. 2 Schweden, 2 Finnen, 1 Brite und 1 Deutscher. Sie filmen sich selbst, um die Aktion später ins Internet zu stellen. Die Spreyer ahnen nicht, wie nahe ihnen die Polizei bereits auf den Fersen ist. Letzte Vorbereitungen. Handschuhe werden angezogen. Plötzlich ein Geräusch. Eine U-Bahn naht. Sie gehen hinter der stehenden Bahn in Deckung. Sie wissen nicht, dass irgendwo in den Waggons ein Mann vom Wachschutz der BVG lauert und längst die Polizei informiert hat. Seelenruhig machen sich die Akteure ans Werk. Einer sichert oben den Bahnsteig, die anderen legen los. Hier sind Profis am Werk. Keiner verliert ein Wort, jeder weiß, was er zu tun hat. Nur 15 Minuten benötigen die Spreyer für den gesamten Waggon. Augenblicke später greifen die zivilen Fahnder zu. Weil einer der Täter bei der Verhaftung Widerstand leistet, erhält er eine Strafe von 2.500 Euro. Die anderen müssen 1.500 zahlen. In einem späteren Verfahren wird die ganze Gruppe rechtskräftig verurteilt. Achtung habe ich dafür überhaupt nicht. Wenn wir uns einfach nur mal die Schadenshöhe pro Jahr in Berlin vorstellen, das sind über 50 Millionen Euro. Das sind ja Schäden, die irgendwo wir alle mitzutragen haben. Sei es ein Anstieg der Fahrpreise, sei es ein Anstieg über Versicherungsprämien und. Deswegen Achtung empfinde ich überhaupt nicht dafür, auch wenn die Aktion an sich noch bestens geplant war oder völlig verrückt war. Im weitesten Sinne habe ich überhaupt keine Achtung dafür und auch gar kein Verständnis. Seit 7 Jahren befreit Heiner Hildebrand Häuserwände von Graffitis. Ich habe Maler gelernt. In gewisser Weise bin ich ja so immer noch. Graffiti-Beseitiger wäre vielleicht eine etwas gewöhnungsbedürftige Berufsbezeichnung. Also nenne mich weiterhin Maler. Manchmal muss er ein und dieselbe Fassade innerhalb weniger Tage mehrmals überstreichen. Die größten Probleme machen uns persönlich die diese Textmarke. Weil die schlagen zum Teil erheblich durch. Die Farbe wird frisch angerührt, es folgt eine kurze Grundierung und anschließend der Anstrich. Was haben Sie denn selbst für ein Verhältnis zu Graffitis? Dazu muss ich natürlich sagen, ist mein Verhältnis zu Graffitis natürlich sehr geteilt. Auf der einen Seite verdiene ich mein Geld damit, andererseits ist es natürlich... Es ist eine Sachbeschädigung und sollte natürlich nicht sein. Obwohl man sagen muss, dass manche Zeichnungen einen gewissen künstlerischen Wert haben. Oder haben könnten, wenn sie denn erlaubt wären.
Das Überstreichen der Graffiti kostet mehrere hundert Euro pro Quadratmeter. Eine Summe, die der Sprayer zahlen muss, sofern er erwischt wird. Ansonsten zahlt der Hausbesitzer aus eigener Tasche. Das war's. Weißt du, dass du dich ebenfalls strafbar gemacht hast und daher ein Mittäter bist? Weißt du nicht? Bist du in der Graffiti-Szene bekannt oder aktiv? Bekannt ja, aktiv nicht. Ist ein Widerspruch, oder? Wenn man bekannt ist, muss man ja aktiv sein, um bekannt zu werden. Ja, weiß ich nicht, das kommt halt so. Ich hatte mehrere, die schon in der Szene drin waren, in meiner Oberschulklasse. Und ich fand das ganz interessant. Und auch Graffiti an sich halt. Also sind ja nicht immer nur die Tags oder die Scratchings oder die Chrombilder, die man draußen sieht. So, weiß ich nicht, es gibt ja auch wirklich hochwertige Graffiti so, die ich jetzt auch versuche zu machen so. Und weiß ich nicht, da habe ich mich halt früher schon für interessiert so. Und dann bin ich halt durch die Leute in meiner Klasse da in die Szene so mehr oder weniger mit reingerutscht. Dass das Ganze hier kein Spiel ist, hat der 18-Jährige noch immer nicht ganz begriffen. Kannst du mir noch irgendwelche Personen benennen, die in der Graffiti-Szene tätig sind und illegal sprühen? Da würden wir morgen hier noch sitzen. Wie bitte? Da würden wir morgen hier noch sitzen. War jetzt nicht die Antwort auf meine Frage, sondern also könnte, ja nein. Könnte ich, ja. Könntest aber wie gesagt, jetzt sind einige, die kennen so. Ja. Möchtest du jetzt oder möchtest du nicht? Nee, eher nicht. Das dauert mir zu lange. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Der Vernehmungsbeamte weiß genau, dass die meisten, die hier vorgeladen sind, nicht die ganze Wahrheit sagen. Okay, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns hier nicht mehr wieder. Nee, ich will auch gar nicht mehr herkommen. Denke dran, gerade wenn man sich bewirbt und die Firma, wo du anfangen möchtest, will ein polizeiliches Führungszeugnis haben, tut es wirklich nicht so angenehm, wenn du da schon des Öfteren erfasst wurdest. Ciao. Tschüss. Jedoch gibt es natürlich auch Fälle, wo man Leute hier zu sitzen hat, die natürlich schon für ihr Alter abgebrüht sind, die dir irgendwas erzählen. Und du weißt im Grunde genommen ganz genau, dass es gar nicht so sein kann. So eine Fälle haben wir auch. Auch Robert hatte mal Probleme mit der Polizei. Doch das ist lange her. Mittlerweile ist Graffiti für ihn ein gutes Geschäft. Er verkauft in seinem Laden die passenden Turnschuhe, T-Shirts, Filme, Bücher und Sprühdosen. Also ich habe quasi die klassische Graffiti-Karriere hinter mir. Habe halt als Jugendlicher, als sehr junger Jugendlicher angefangen zu sprühen. Habe mich dann weiterentwickelt, hatte auch Probleme mit der Polizei, wie sehr viele. Und irgendwann habe ich dann aber gesehen, dass meine Talente doch irgendwo woanders liegen und habe dann daraus quasi eine Geschäftsidee entwickelt, die ich mit einem Partner zusammen halt umgesetzt habe. Und jetzt sind wir hier, haben 6 Mitarbeiter und haben eigentlich ein florierendes Ladengeschäft geschaffen. Dass Graffiti längst mehr ist als nur beschmierte Häuserwände, lässt sich gut an diesem Laden ablesen. Eine ganze Industrie lebt von den Graffiti-Utensilien und schafft sich so ihren eigenen Absatzmarkt. Weiter nach der Werbung. Polizeifahndung im Internet und ein ICE wird besprüht. Ein Graffiti-Laden in Berlin-Kreuzberg. Hier kann sich jeder mit Klamotten, Stiften und Spraydosen eindecken. Dass es die Dosen im freien Verkauf gibt, ärgert Hausbesitzer und Polizei. Doch verbieten kann man es nicht. Also es ist jetzt wahrscheinlich eher noch ein größeres Geschäft für die Industrie als für den Einzelhändler wie uns. Also die Absätze, die da getätigt werden, gerade bei den Sprühdosen, sind schon immens. Was wird so gekauft? Kannst du es mal sagen, so am Tag, wie viele Dosen gehen da so weg? Da wir auch noch einen gut laufenden Online-Shop haben, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, aber zwischen 500 und 600 Dosen am Tag kann man schon rechnen. Die Dosen unterscheidet erstmal primär die, der Inhalt, die Menge. Dann gibt es natürlich verschiedene Fabrikate. Da gibt es Dosen mit ein bisschen größerem Druck. Dann gibt es Dosen mit wenig Druck, die, mit denen man sehr feinere Arbeiten machen kann. Dann gibt es Dosen speziell für den Bombing-Bereich, die halt viel Druck haben, da kommt viel Farbe raus.
Dennis zeigt uns ein sogenanntes Bombing, ein unter Zeitdruck entstandenes großflächiges Graffiti. Okay, also das ist halt jetzt ein solides Straßenbombing und auch bunt sogar. Und das sind simple, normale Buchstaben, die ganz stabil stehen. Und mehr brauchen Straßenbombing eigentlich nicht haben. So, das ist sogar bunt, was eigentlich für die Straße noch relativ spezial ist, sag ich mal. Und das sind Buchstaben, die stehen stabil, die würden jetzt nicht einfach so umfallen, wenn man sie jetzt wirklich so stehen lassen würde. Und die stehen wirklich, ja, stehen einfach stabil. Und das ist die Aussage einfach. Ja, das finde ich ist ein sehr gutes Straßenbombing. Was schätzt du, wie lange es gedauert hat, das hier anzubringen? Das wird so 10 Minuten in etwa gedauert haben. Dass in letzter Zeit immer mehr schlechte Graffiti und Schmierereien auftauchen, schieben die drei Sprayer auch auf die zunehmende Strafverfolgung. Aus Angst, erwischt zu werden, bleibt keine Zeit mehr für ausgefeilte Graffiti-Kunst. Ja, direkt spielt Zeit eine Rolle beim illegalen Streetmalen zum Beispiel. Wenn man an der Straße malt, dann weiß man nie, was kommt. Also es kann halt sein, dass jede Sekunde einer wer um die Ecke kommt. Das kann einfach ein normaler Passant sein, der nichts macht. Es kann ein Passant sein, der jetzt sofort einen festhalten will. Es kann auch ein Zivilpolizist sein, so wie in den östlichen Bezirken hier vorwiegend rumlaufen. Also das hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen, dass hier zivile Polizisten unterwegs sind, die dann auch jederzeit und überall sein können. Und daher muss man sich da schon beeilen, weil man ja dann, ich sag mal, nicht jeden Passanten mitnehmen möchte, sondern früher fertig sein möchte. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Graffiti in Berlin, kurz GIB genannt, gibt es seit 1994. Im Internet gibt es unzählige Seiten zum Thema Graffiti. Jeder Sprüher möchte seine Werke einer großen Öffentlichkeit zugänglich machen. Für die Fahnder ein glücklicher Umstand. Im Netz werden die Ermittler immer wieder fündig. Ja, es gibt also diverse Internetforen, wo die also alle ihre Bilder einstellen, damit sie sich präsentieren können, ähnlich wie die Blackbox zu Hause, nur dass es hier weltweit abrufbar ist. Da kann man dann halt sehen, welche Tech-Namen es schon gibt. Anliegen des Sprayers ist ja grundsätzlich erstmal überhaupt den Ruhm, also den sogenannten Fame zu erreichen. Und den erlangt er eigentlich nur innerhalb der Szene durch illegale, schwere, riskante Aktionen, die er begeht. Nur so wird er wirklich bekannt. Sei es, er klettert irgendeinen Kirchturm hoch, um den zu besprühen, oder fahrt eine S-Bahn oder irgendwelche Sachen. Dann wird sein Name bekannt innerhalb der Szene. Diese wird dann fotodokumentiert oder auch mit Video aufgezeichnet und wird dann eben dementsprechend in den bekannten Medien verbreitet. Uns zugespielte Aufnahmen einer Berliner Crew. Adrenalin, also einfach nur, du redest dich halt bevor so, bist schon so eine Stunde bevor du losgehst, bist du stahlhebelig und langsam aufgeregt und freust dich schon und nächste Zeit dahin, das wird immer schlimmer, dann hast du einfach nur noch Adrenalin, schiebst so ein bisschen Paranoia so, also du kommst dann einfach mit dazu, wenn du da allein oder zu dritt oder so am Zug stehst, dann irgendein Geräusch kommt, so automatisch irgendwas. Also das ist einfach, also das Gefühl ist schon, das muss man einfach selber erlebt haben, das kann man so eigentlich gar nicht beschreiben. So. Das ist auch so ein Grund, warum viele sprühen, so. Das würde fast sagen wie eine Droge. So. Wenn du das einmal richtig lange durchgezogen hast, so, dann kannst du damit nicht mehr aufhören. Dass der materielle Schaden erheblich ist, spielt in diesem Moment für die Sprayer keine Rolle. Die Sucht nach dem Kick ist für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar. Der Reiz besteht gerade darin, etwas Verbotenes zu tun und schneller zu sein als Sicherheitskräfte und Polizei. Das führt zu Rauschzuständen wie im Extremsport.
bis zu 50 Millionen Euro pro Jahr geben Stadt- und Verkehrsbetriebe für die Graffiti-Bekämpfung aus. Egal ob Schmiererei oder hohe Graffiti-Kunst, alles wird zur Anzeige gebracht. Wer erwischt wird, muss mit gerichtlichen Verurteilungen und hohen zivilrechtlichen Schadensersatzforderungen rechnen. In schweren Fällen drohen 2 Jahre Gefängnis. Für die oft unwissenden Eltern sind die polizeilichen Ermittlungen manchmal ein Albtraum. Wenn wir Täter feststellen, werden natürlich grundsätzlich erstmal die Personalien festgestellt, überprüft. Dann wird festgestellt, ob es ein Jugendlicher ist oder ein Heranwachsender. Dann werden die entsprechenden Maßnahmen getroffen, gehen zur ED-Behandlung, werden Lichtbilder gefertigt, Fingerabdrücke genommen. Dann werden Beweismittel gesichert, die bei der Tat mit dabei waren. In den meisten Fällen finden dann Wohnungsbesuchungen statt, ob dann jemand da ist oder nicht. Meistens sind die Eltern zu Hause. Wenn die Eltern nicht da sind, wird eben dementsprechend ein Schlüsseldienst geholt, der die Wohnungstür öffnet. Zum Grauen der Eltern dann letztendlich, weil dann jemand in der Wohnung drin war, wo sie nicht mehr anwesend waren. Aber das sind halt unsere polizeilichen Maßnahmen, die wir treffen müssen. S-Bahn-Depot in Berlin-Grünau. Mehrmals am Tag fahren hier Züge ein, die mit Graffiti besprüht sind. Es gibt ein Abkommen zwischen der Bahn und dem Berliner Senat, dass jeder Zug innerhalb von 24 Stunden gereinigt sein muss. Die Bahn allerdings hat sich vorgenommen, es innerhalb von 12 Stunden zu schaffen. Es ist der Job von Frank Schröder und Frank Grabusch. Sagen Sie, warum müssen Sie jetzt solche Anzüge anziehen? Das ist Schutz gegen die Chemie, die wir oft tragen, weil die sehr ätzend ist und nicht sehr ungefährlich. Die Graffitis lassen sich nur mit harten chemischen Mitteln beseitigen. Eine ungesunde und gefährliche Arbeit. Welche Verletzung kann man sich denn zuziehen, wenn Sie das nicht tun würden? Wenn man Chemie auf der Haut kriegt, kann die Haut verbrennen. Das ist so, ja, weil wenn mit Säurefarben erarbeitet wird, geht das bis auf die Knochen rein. Die Züge kommen rein hier, kann man sagen, im Durchschnitt alle Stunde. Und die sind immer voll Graffiti. Haben Sie das Gefühl, dass es zugenommen hat mit Graffiti? Auf jeden Fall. Ja. Im letzten Jahr ist es schlimmer geworden. Allein die Beseitigung der Graffiti-Schäden an S- und U-Bahnen kostet jährlich ca. 5 Millionen Euro. Wie lange machen Sie jetzt den Job schon? 16 Jahre, genau. Und ja, schon viel von der Farbe entfernt. Also. Ich habe mal ausgerechnet, bei mir sind es 50.000 Quadratmeter ungefähr. Was ich jetzt schon so abgemacht habe. Ich bin jetzt 11 Jahre bei. Und das nur außen. Und dann kommt es noch innen alles dazu. Türen, Wände, Fenster. Das ist Wahnsinn. Immer wieder dringen Graffiti-Sprüher auch in die S- und U-Bahn-Depots ein. Bilder einer DVD, die im Internet vertrieben wird. Der Werbung. Die Polizei rückt an zur Hausdurchsuchung. Immer wieder gelingt es Graffiti-Sprayern, in die S- und U-Bahn-Depots einzudringen und Züge zu besprühen. Obwohl die Berliner Verkehrsbetriebe versuchen, mit Sicherheitsdiensten und Polizei das Problem in den Griff zu bekommen, ist eine lückenlose Überwachung der Züge und Depots nicht möglich. Wir sind hier rausgegangen nachts und sind in der alten Seite eingestiegen in dem Zug und hörten von der anderen Seite her Geräusche von den Spraydosen, die Kugeln und so. Und dann standen da 6, 7 Mann, vermummt, und sind wir wieder reingegangen. Ja. Keinen Ärger haben wollten, haben das gemeldet, und der Zug wurde dann reingefahren und
Da waren zwei Wagen komplett zugesprüht. Das war eine Sache von nicht mal 15 Minuten. Das geht sehr schnell. Ja, ist ja ganz gut geworden, ja. Haben sie wieder neue Angriffsfläche fürs nächste Bild. Wer Spuren hinterlässt, wird irgendwann erwischt. Graffiti-Sprayer hinterlassen immer Spuren. Irgendwann rückt die Polizei mit einem Hausdurchsuchungsbefehl an und will Beweise sichern. Diesmal geht es um einen 16-Jährigen, der wiederholt erwischt wurde. Marco Moritz schaut mit seinen Leuten nach, ob sich in der Wohnung des Beschuldigten etwas finden lässt. Der Junge ist nicht zu Hause, die Mutter ist empört und verteidigt ihren Sohn. Die Kamera muss draußen bleiben. Plötzlich taucht ein Auto auf. Der Beschuldigte kommt nach Hause. Marco Moritz ist geübt darin, solche Situationen nicht eskalieren zu lassen. Er bringt den Jungen selbst ins Haus. Kurz mal rein, gehen wir mal zusammen rein, bitte. Wir sind nämlich gerade hier. Können Sie sich ausweisen oder mir erstmal sagen, wer Sie sind? Prima. Wir vollstrecken hier gerade einen Durchsuchungsbeschluss. Nicht, dass Sie wundern. Kollegen sind schon drin. Machen wir rein. Komm. Deine Mutter ist auch da. Dann hat der Richter ausgestellt den Beschluss. Sie wollen hier kurz vollstrecken. Und dann sind wir auch schon wieder weg. Beschluss ist ja drin. Kriegst du gleich nochmal in die Hand. Ja? Nicht, dass Sie wundern, wenn jetzt hier schon Besuch ist, den du gar nicht erwartet hast. Drinnen im Haus durchsuchen die Fahnder das Kinderzimmer. Ein Beamter redet dem ertappten Jungen ins Gewissen. Die Klamotten hast du dir nicht selber erarbeitet, oder? Die haben deine Eltern dir gekauft. Und du wohnst auch hier. Zahlst du auch Miete? Siehst du? Da hast du die erste Probleme, deine Eltern dich rausschmeißen wollen, bis du sie nicht sehen, wo du zu der Miete kommst. Na, geh mal arbeiten, mach mal. Naja, wenn die ersten Sachen kommen, wenn du nämlich das Zivilrecht hier bezahlen musst. Dieser Titel gilt 30 Jahre. Ich weiß nicht mal, ich habe das ja schon x-mal erzählt. Wenn ein zivilrechtlicher Streit ansteht, bei der BVG, S-Bahn, sonst wie irgendwas, haben die 30 Jahre die Möglichkeit, dieses Geld einzufordern. Und ich sage mal, in 15 Jahren wirst du dich darüber ärgern, dass du noch Geld bezahlen musst für was, womit du überhaupt nichts mehr zu tun hast. Da hast du vielleicht eine Freundin und einen schicken Kinderwagen mit einem kleinen Kind und wirst genau die gleichen Sorgen haben wie deine Eltern. Ein paar Sachen haben die Beamten gefunden. Es ist nicht viel, doch die Beweise sind eindeutig. Ja, wir haben ein paar Sachen gefunden, unter anderem, die darauf hindeuten, dass er sich also immer noch mit der Graffiti-Szene beschäftigt, auch wenn er gegenüber seinen Eltern gesagt hat, macht er nicht mehr. Jetzt sind hier Sprayutensilien, wie zum Beispiel so ein Schmierstift, Sprühcaps für Spraydosen, die in seiner Jackentasche waren, Schleifpapier in höherer Anzahl zum Scratchen. Hat er natürlich größtenteils abgestritten, auch vor seiner Mutter. Was verständlich ist, die Mutter hat ihn natürlich verteidigt. Hat gesagt, das kann man ja mal in der Tasche haben. Okay, aber wir sind auch nur da, um die Beweismittel zu sichern für die Richt, damit die letztendlich die Auswertung dazu treffen können. Moment, wo ist meine Spraydose? In Sachen Graffiti ist Gustav Lommersheim Spezialist. Hier ist sie, ja. Das war eine Zeit gegeben, da haben die Magneten von den Reklamebildern geklaut, nur die Magneten, die drunter gemacht, das hat sie nicht mehr geschafft. Nicht doof, ne? Irgendwann vor 10 Jahren hatte Gustav Lommersheim die beschmierten Bänke einfach satt und ergriff die Initiative. Tag für Tag zieht der 92-Jährige los und hält Bänke und Schilder in seiner Umgebung graffitifrei. So, jetzt werden Sie mal sehen, wie schnell das weg wäre. Wenn man das hier sauber machen will, kann man das sofort so sauber machen. Ich mache mal nur die halbe Wand, dann sehen Sie den Unterschied. So, ich könnte jetzt mit, wir haben immer Wasserball, kann man mit Wasser etwas drüber, sauber wird. Und dann hätte ich mit einem Lappen, oder man kann auch hier mit Papier
Serviette, kann man das sauber machen. Und man hätte dann die ganze Bank, man hätte die ganze Bank sauber. Dass andere immer nur meckern und nichts tun, kann er nicht verstehen. Ich bin eigentlich fast jeden Tag unterwegs. Ich bin an sich ein bisschen verrückt, kann man sagen, gegen Graffiti eingestellt. Alle Leute schimpfen, aber machen nichts gegen Graffiti. Gerade ein paar Damen hier. Was sollen wir schon machen? Graffiti kann man nicht verhindern. Graffiti ist da, ist eine Tatsache, damit müssen wir uns abfinden. Wir können es bloß wegmachen. Sieht doch gut aus, oder? Ein paar Leute haben sich Gustav Lommersheim in den letzten Jahren angeschlossen und säubern in ihrer Freizeit Parkbänke, Wände und Schilder. Meist sind es Menschen im Ruhestand, die der Meinung sind, dass es so nicht weitergehen kann mit der Graffiti-Verunreinigung ihrer Stadt. Was reinigen wir denn heute? Also die Brücke sieht ja hier wieder teilweise schlimm aus. Das sieht ja schlimm aus wieder. Das ist ja ganz böse. Sie sehen hier noch die Beschmierungen, die sind nicht so gut weggegangen. Hier dazwischen sehen Sie noch die blauen Stellen, die waren also mit, oder grün, die waren mit grünem Spray besprüht. Sie sehen hier an der Eingangstür diese Flächen, die noch besprüht sind, oder hier sehen Sie Reste. Tja, das ist eben wirklich schwer wegzukriegen. Also wenn man daran denkt, dass die ganze Stadt sauber ist, dann kommt mir das vor wie in so einem Film, in so einem Zukunftsfilm irgendwie. Also das reicht auf jeden Fall. Ja, das ist irgendwie, das kann ich nicht vereinbaren mit mir selbst. Das ist komisch, komisches Gefühl, daran zu denken, dass das irgendwann mal so sein könnte. Auch einfach irgendwie deprimierend so, und teilweise, wenn man irgendwie keine Inspiration so richtig, man hat wenig, woran man sich irgendwie so, also wenig Visuelles, woran man sich klammern kann, so wenn man in der Stadt unterwegs ist. So. Also es gibt halt die Schaufenster und die Gesichter der Leute und dann hört es eigentlich auch schon auf, wenn jetzt nicht noch gerade ein architektonisches Meisterwerk irgendwie vor ihm steht. So. Nun gibt es auch Leute, die sagen, gut, das muss man akzeptieren, das Teil einer Jugendbewegung. Können Sie sich mit so einem Argument anfreunden? Ja, gut, das weiß ich, dass das schon ein Teil einer Jugendbewegung ist. Aber es wird ja auch immer wieder behauptet, es sei Kunst. Und wir können eigentlich darin keine Kunst erkennen. Und so flächendeckend eine Stadt zu verunstalten, das kann ich eigentlich nicht hinnehmen. Sobald der Täter im Grunde irgendein Tag hinterlässt, ordnen wir das der Graffiti-Szene zu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wie gesagt, vor 3 Jahren angefangen. Da war das echt wenige Zahl so. Und jetzt ist eigentlich, wenn man mal rausguckt aus dem Fenster, jeder zweite Jugendliche wird mit Basecap oben und fängt an rum zu tacken. Und also das ist schon, das wird immer mehr. Es gibt Großstädte, die mit dem Graffiti-Problem rigoroser umgehen als Berlin. In New York darf kein Jugendlicher unter 21 Jahren Sprühdosen besitzen. In Paris gehen Wiederholungstäter definitiv in den Knast. Städte wie Zürich und Oslo haben sogar einen eigenen Graffiti-Beauftragten. Ich würde mir wünschen, dass Graffiti gesetzlich einfach mehr gleichberechtigt behandelt wird im Vergleich zu anderen Straftaten. Ich finde, man kann Graffiti nicht mit Körperverletzung vergleichen zum Beispiel. Wenn Sie merken, dass die Bürger das wieder wegmachen, so wie wir, dann hoffen wir, dass sie die Lust daran verlieren. Die Leute, die wirklich Graffiti wirklich machen wollen, die schreckst du nicht ab. Auf gar keinen Fall. Also, weil da findet jeder seinen Weg. Wenn sie dann festgenommen worden sind, sind sie innerhalb der Gruppe vielleicht noch stark. Wenn sie dann getrennt sind, sind sie eigentlich sehr wehleidig. Zwar ist Graffiti längst als Jugendbewegung anerkannt, jedoch bleibt es auch ein Straftatbestand, der von Seiten des Staates dementsprechend geahndet wird. Ein Widerspruch, der dafür sorgen wird, dass uns Graffiti als Phänomen und als Problem noch viele Jahre und Jahrzehnte begleiten wird. Graffiti ist längst Teil unserer Gesellschaft. Wenn du irgendwann mal einen Sohn hast, der 16 ist und du weißt, er geht sprühen, was sagst du ihm dann? Ich würde ihn wahrscheinlich sogar unterstützen. Ich finde es cool. Wenn der Graffiti machen möchte, dann soll er Graffiti machen. Also wir gehen im Jahr in Berlin von ca. 50 Millionen Euro Schaden aus, bei in etwa 11.000 Straftaten, die wir mit den üblichen Schwankungen pro Jahr zu verzeichnen haben.
Ich glaube, dass sich bei den Leuten selbst viel verändern wird. Durch die zunehmenden Repressionen werden viele Leute aufhören und sich andere Wege suchen. Also werden vielleicht in die künstlerische Schiene abdriften. Dennoch glaube ich, dass Berlin als Stadt, als Metropole, in der irgendwie 4 Millionen Leute fast leben und in die jedes Jahr viele Touristen kommen, immer ein Graffiti-Hotspot sein wird. Da kann man so viel reinigen und so viel Prohibition machen, wie man will. Es wird immer ein Hotspot bleiben. Und in einer gewissen Weise hoffe ich das auch. Wir hatten mal im Winter, kam mal ein Zug hin, da haben sie Weihnachtsmann und Winterlandschaft gemalt, kurz vor Weihnachten. Also ich hätte den Zug fahren lassen, also gerade über Weihnachtszeit, das sah wirklich gut aus.